Ich hätte voll die ganzen Sachen nicht sammeln müssen. Toll. Wir schaffen das nie. Sucht ihr immer noch das Gleiche? Ja, Mr. Foyce hat gesagt, er würde uns einen Tipp geben, wenn wir wirklich nichts finden sollten. Aber bis jetzt hat er noch nichts verraten. Und wir suchen schon seit Stunden. Ihr schafft das schon. Ich habe mir gedacht, wir können immer... Achso, das ist mir nicht drin. Ich habe mir gedacht, wir können immer noch ein kleines Tier fangen, wenn wir sonst nichts finden. Aber Kim hat ein Eichhörnchen gefangen. Und sie haben es nicht gelten lassen. Arme Eichhörnchen. Er hat das Eichhörnchen gefangen. Oh, mein Hund ist übelst laut, Alter. Angel! Hier ist nichts. Gut. Vielleicht finden wir einen Stein oder so etwas. Ich erinnere mich, dass ich früher öfter welche gesammelt habe und manche in der Sonne geglänzt haben. Ich habe zwar nicht das Gefühl, dass da Steine hier glänzen, aber wir können das versuchen. Die anderen haben, glaube ich, schon etwas gefunden, also schaffen wir es auch. Ich habe eine fucking Flasche gefunden. Gut. Nochmal die Kreuzung. Langsam kennen wir den Teil des Waldes hier in- und auswendig. Schön, dass er mit Humor nimmt. Felsen. Großer Baum. Okay, warte, dann gehen wir wieder zum Bach. Irgendwie hier so ein kleiner Stein. Da. Yay, Bestand hinzugefügt, glänzender Stein. Super. Super, wir haben endlich etwas gefunden, das glänzt. Schade, dass es kein richtiges Gold ist. Es sieht aber fast so aus. Schau mal genau hin, das ist ein Klumpen Metall. Ich habe das Gefühl, wir werden bei diesem Lauf nichts Normales finden. Jetzt brauchen wir ein Blatt, das so groß ist wie eine Hand. Das kann nicht so schwierig werden. Hier gibt es überall welche. Ja, aber es sind nicht alle groß genug. Wir müssen einfach einen Baum mit großen Blättern finden. Gut, den Baum weiß ich, wo der ist. Das ist letztendlich, weil das Lauf gar nicht so schlechte Idee. Es ist doch lustig, wenn du meinst. Oh, die macht es keinen Spaß, dabei hast du so begeistert gewirkt. Ich hätte bloß langsam keine Lust mehr, durch den Wald zu laufen. Mensch, Suri, komm mal her. Komm mal her, Magi. Meine Videos werden ja so viel besser, seitdem ich einen Hund habe. Gespräch beenden. Wir wissen beide, dass du da hochkommst. Na komm, mach schon. Mein Hund tut so, als könntest du nicht. Gut, großer Baum. Großer Baum, großes Blatt. Vielleicht irgendwie so? Nein, scheinbar nicht. Oh, Hund hat wieder so ein Problem, ne? Hier, bring da drauf. Ah, mein Hund nervt, das nervt, das nervt, das nervt. Tut mir total leid. Die Videos werden echt nicht besser dadurch. Das ist echt Glück, dass du einen Jungen als Laufbahn hast. Sonst hätten wir dir jetzt alles abgenommen, was du bis jetzt gefunden hast. Das nenne ich einen fairen Wettbewerb. Okay, scheinbar ist das doch nicht da, wo ich dachte. Und das kommt erst später. Hm. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gehen wir auf zum Baumstumpf. Am Stumpf können wir eigentlich über die Kreuzung gehen. Hier liegt auch nichts. Oh, ich hasse solche Suchsachen. Hier ist ebenfalls nichts. Und beim großen Baum habe ich aber auch nichts gefunden. Das hier höchstens, aber das kann ich nicht anklicken. Ich will das da. Gut, nochmal. Können wir mal jemanden finden, der uns weiterhilft? Hm. Das ergibt uns gar keinen Sinn. Hier, oh, ich muss was abrupfen. Das Blatt ist groß genug, es wäre also geschafft. Der Baum hier scheint der größte im ganzen Wald zu sein. Jetzt müssen wir einen Bewohner des Waldes finden, oder? Ja, dass wir nach schon alle suchen, ohne irgendwas zu finden. Wir wissen, dass es etwas sein muss, was die Lehrer im Wald versteckt haben. Ich denke, es muss eine Tierfigur sein oder so etwas. Aber bis jetzt habe ich nichts in der Art gesehen. Gut. Du hast noch nicht richtig geguckt? Okay, Nati. Oh, warte, da ist was. Yeah, Plastikkaninchen! Das war jetzt echt Glück. Wo ist denn jetzt Nati? Ich dachte, das Kaninchen aus Plastik war wirklich gut versteckt. Das Versteck in den Kaninchenbau war aber auch wirklich nicht schlecht. Ja, meinst du, wir sind die Einzigen, die eins gefunden haben? Es sind noch so viele im Bau. Keine Ahnung, aber wenn wir die Ersten sind, ist das ein gutes Zeichen. Wir müssen nur noch zwei Gegenstände finden. Lass uns beeilen. Ja, jetzt steht ein Abdruck auf der Liste. Was sollen wir da so etwas finden? Vielleicht brauchen wir dazu das Papier oder den Stift, um einen Abdruck abzuzeichnen. In dem Fall hat Viola eindeutig Vorteile. Wir schaffen das schon. Am besten gucken wir mal, ob wir irgendeinen Abdruck finden, den wir abmalen können. Okay, aber der Boden ist trocken. Sie haben also keine Abdrücke. Sieht das Ganze nicht so negativ. Wir improvisieren einfach. Das hat doch bisher auch gut geklappt. Gut.
Ich habe eine Idee. Warum malen wir nicht den Abdruck der Baumrinde ab? Das ist ein Abdruck und wir müssen nur das Blatt auf den Stamm legen und übermalen. Ja, gute Idee. Ich habe Papier und Stift genommen, habe das Blatt auf den Stamm, bla bla bla. Das hätten wir. Super, jetzt müssen wir nur noch eine Sache finden. Ja, wir müssen nur das Insekt finden. Dann lass uns beeilen und zur nächsten Etappe kommen. Gut, Insekte. Insekten. Gut, hier ist Nixe. Hier ist... Da, da ist was. Gegenstand, eingefangener Käfer. Ja, yeah! Wurde der Bestattung zugefügt. Juhu. Ich war so, juhu, yay. Yeah. Wir haben es geschafft. Kommt damit, ich habe euch einen Tipp... kommt ihr, damit ich euch einen Tipp gebe? Nein, wir haben schon alles gefunden. Wirklich? Lass mal sehen. Oh, ihr habt sogar das kleine Kaninchen gefunden. Ich hatte schon gedacht, wir hätten es zu gut versteckt. Da bin ich ja beruhigt. Yay. Dann bringe ich euch jetzt zum Startpunkt der letzten Etappe. Kommt mit. Wir sind hinter Mr. Furways hergegangen. Hier ist es. Viel Erfolg für die letzte Etappe. Danke. Da seid ihr ja wieder. Dadjan, kümmerst du dich um die letzte Etappe? Ja, ich mag das Sport, aber Sport im Wald ist nicht so mein Ding. Da steht, jetzt hast du deinen Ball mitgenommen. Was ist die nächste Aufgabe? Auf manchen Bäumen und auf anderen Stellen im Wald sind Buchstaben eingegriffen. Ihr müsst die alle notieren und mir dann Bescheid sagen, welches Wort sie ergeben. Sobald ihr es geschafft habt, könnt ihr den Wald verlassen und haltet euren Preis. Buchstaben. Okay, viel Erfolg. Danke. Los geht's. Gut, hier ist nichts. Breiter Weg. Buchstaben. Gewundener Pfad oder kleiner Felsen? Kleiner Felsen. Da ist nichts. Hier ist nirgendwo was eingeritzt. Doch da. I. Also der Buchstabe I nicht. I, ich hab's auch gefunden. Kleine Ebene. Da. A. I. A. Große Ebene. Da. I-A-S. 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 Wetten, es kommt Sweet Amores raus. Ich weiß einfach, dass Sweet Amores rauskommt. I-A-S. Da müssen aber noch viel mehr Buchstaben kommen. Hier kann man so ein bisschen durch. Ich guck mal, wann sich die Maus verändert. Wenn sich die Maus verändert, ist ja ein klares Zeichen dafür, dass wir was haben. Gewundener Pfad. Warte, war da was? Nee. Ist das nichts? Nee. Auch nicht. Ich hasse solche Find-Sachen. Ich finde die nie. Gut, aber von vorne gehen wir davon aus, hier ist was. Das ist überall was ist. R. Gut, hier ist was. Breiter Weg. Hier haben wir, glaube ich, auch schon eins gefunden gehabt, oder? Dann kleine Felsen. Hier hatten wir auch garantiert eins. Kleine Ebene. Hier, glaube ich, große Ebene. Ey, da hatten wir doch auch was, oder? Ach, warte, ist das nicht... Ne, das sieht aus wie so ein Haar von hier. Hatten wir das schon? Super, wir haben die 5 Buchstaben. Warte mal, da hinten ist jemand. Ah, das sind ja... Ach, ihr seid auch hier. Wir dachten, wir wären die Einzigen, die zweite Etappe geschafft haben. Stimmt, wir haben sie seit dem Beginn des Laufs nicht gesehen. Sorry, aber wir müssen den Typen von Anfang der Etappe wiederfinden. Wir sehen uns am Ausgang. Habt ihr schon alle Buchstaben? Auch? Ihr habt sie auch gefunden? Dann müssen wir uns beeilen. Komm, die Sonne. Warte! Die Welkers werden bestimmt nicht gewinnen lassen. Komm schnell. Ja. Breiter Weg. Gewundener Pfad. Die Jungs sind weg. Sie haben uns überholt. Seid ihr auch fertig? Habt ihr das Wort gefunden, das sich aus dem Buchstaben ergibt? Ja! Super! Dann müsst ihr das jetzt hier in den Fragebogen eintragen. Wenn ihr die richtige Reihenfolge der Buchstaben nennt, habt ihr es geschafft. Ein Tipp. Es geht um die französische Hauptstadt. Paris! Dann nehme ich mal Paris. 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 Ist richtig gut. Also, ich wollte gucken, ob ich richtig eingegangen habe. So, fertig. Richtig, es ist Paris. Ihr könnt vorbei. Ihr müsst einfach nur geradeaus gehen, um an den Ausgang des Waldes zu kommen und den Lauf zu gewinnen. Ben. Also, gut. Warte, wenn wir denselben Weg nehmen, überholen wir die Sanno Castellia nie. Wir nehmen eine Abkürzung. Bist du sicher? Bestimmt. Komm. Er hat an meine Hand gegriffen. Bin in eine Richtung gezogen. Wir sind ein paar Minuten gelaufen und haben immer noch nichts als Bäume gesehen. Keine Spur von einem Ausgang. Und es wurde dunkel, bevor wir den richtigen Weg gefunden hatten.
Naja, Afrika versucht, den Wald zu verlassen. Toll. Dort lang. Oder hier lang. Dort lang. Hier lang. Oder dort lang. Hier lang. Dort lang. Oder hier lang. Tut mir leid, das war keine gute Idee. Nicht so schlimm. Wir haben uns verlaufen. Was machen wir jetzt? Am besten gehen wir zurück. Wir finden bestimmt jemanden. Ich werde auf den Felsen erklären. Vielleicht sehe ich da jemanden. Wir sollten besser zurückgehen, sonst tust du dir nachher noch weh. Du hast recht. Ja, gut, du hast recht. Schade, du hast dein Date verpasst. Ich hab immer mein Date verpasst! Oh Gott! Ich sollte mich nicht so aufregen. Wieso verpasse ich seit 1 Million Episoden immer mein Date? Wieso noch eine Weile weitergelaufen bist? Gott sei Dank seid ihr ja. Ihr habt uns einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Mr. Fouace! Die Direktorin hat uns einen Standpauk gegeben, aber wir mussten nicht nachsitzen. Sie war zu erleichtert, dass wir wieder da waren. Wir haben nicht erfahren, wer der Lauf gewonnen hat. Niemand hat darauf geachtet. Alle haben sich Sorgen gemacht, weil wir verschwunden waren. Als ich nach Hause kam, war ich völlig erschöpft. Der Tag war einfach zu aufregend. Super, das ist Episode 11, Bennett. Bald geht's weiter. Du hast den ganzen Müll eingesammelt, der dann weiter rumlag. Da kommt deshalb das Panda-T-Shirt. Ja! Yeah! Findest du in deinem Kleiderschrank. Pandas! Ich mag Pandas. Alles steht Kopf. Ja, gut. Leute, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.